Hallöchen und herzlich willkommen zum nächsten Part von Formel 1 2012. Dieses Mal zum zweiten Mal auf der neuen Strecke in Austin, Texas. Bei schönem sonnigen Wetter. Kein Musikboot heute und auch kein Gast, weil wir gerade auf der Buchmesse sind. Und ich sowas nicht so wirklich Lust habe. Deswegen sitze ich vor dem PC und mache euch ein paar schöne Formel 1 Videos. Montag habe ich ein paar Textures rausgehauen, könnt ihr euch angucken. Wollte ich eigentlich erst Freitag raushauen, aber ich hatte nicht so wirklich Zeit gehabt, eher Formel 1 aufzunehmen. Deswegen habe ich erst ein paar Textures hochgeladen, die eigentlich am Freitag kommen sollte. Und so sieht ihr die Formel 1 Sports dann Dienstag bis Freitag. Freitag dann das Finale natürlich. Dann geht es auch mit dem neuen Projekt weiter. Auch schon eine Menge vorproduziert haben. Sind wir wieder gewinnen. Ich habe gerade mit Red Pirate Tour abgespielt ein bisschen. Kann ich vielleicht auch irgendwann mal machen, aber damit lassen wir noch Zeit, weil Blog ja noch nicht so wirklich gut ist. Und das würde nicht so gut werden. Wir gucken mal zuerst mal hier, dass wir das problemlos schaffen. Ja, so auf jeden Fall nicht. Hier mal rechts geht's in der Kurve. Endet ja stark der aus Istanbul, was leider in 2012 nicht mehr im Kalender war, seitdem auch nicht mehr war. Du bist nur noch Zweiter. Eigentlich relativ gut genommen, fand ich. Vielleicht kann ich noch irgendwas rausholen. Aber so auf jeden Fall nicht. Also richtig laufen tut's noch nicht. Die Reparatur des Autos hat uns etwas zurückgeworfen. Ja, ich bleib aber Dritter, oder? Ich werde aber auch eine Zeit rausjagen. Genauso wie der Sender leckt mich im Arsch. Was da bloß nicht? Gute Arbeit, du bist für die nächste Session qualifiziert. Bist du ein Bobby? Das Masse raus ist mir relativ egal, aber Raikön. So, meine Erkältung geht's besser, hab noch ein bisschen Schleim im Hals, noch ein bisschen Schnuppen, aber ansonsten
dürfte ich nicht mehr so schlimm klingen. Ich weiß gar nicht, ob ich schlimm geklungen habe oder geklungen habe. Das konnte ich nicht so wirklich gut einschätzen, aber auf jeden Fall das Husten, das Husten und so hat bestimmt ziemlich genervt. Zu spät hier muss, oder? Ja, geht. Bremse ich so früh? Jetzt bitte fehlerfrei hier durch. In der Passage mache ich nämlich die meisten Fehler immer. Das hat gut geklappt, das freut mich. Ja, genau. Wo war das jetzt abkürzen? Also das mit einer der behindertsten Kurven, die es gibt. Das ist ziemlich scheiße gemacht da. Muss ich ganz ehrlich sagen. 41.920. Die Zeit hatten wir doch gerade schon mal, oder? Den ersten Qualifying. Mit der S hat mich schon ziemlich gut. Ziemlich gut. Nochmal pink. Viel Zeit nur, dass sie getestet hat. Offensichtlich ein bisschen was. Ach komm, Alter, leck mich am Arsch, ohne Spaß. Du hast fast kein Benzin mehr. Fast kein Benzin mehr. Komm in den nächsten zwei Runden an die Box. Du verlierst etwas Zeit in Sektor 2. Versuch das abzustellen. Ja. Das war schon wieder mega kacke. Box. Hey! Na? Ziemlich risikoreich jetzt, aber ich probier's. Jo, nein, da. Gut so, du hast es in Q3 geschafft. Williams, Marussia, sauber, Red Bull, McLaren und Williams sind rausgeflogen.
Reifensatz raus. Hochbetrieb. Das 42,6 tippt wohl bis jetzt. Auf jeden Fall schlagbar. Eine fehlerfreie Runde. Sicher, ob ich das diesmal schaffe, deswegen habe ich es lieber ausgemacht. So, pink bis jetzt. Es ist halt lila. 0,5. Session bis seit 1,4. Fast 1,5. So, die Kurve auch gut genommen. Oh, die Mester Asta. 41,7. Klasse, 43. Im Moment stehst du auf der Pole. Bin ziemlich zuversichtlich, dass das zur Pole reicht. Yep. Pole! Pole Position! Gratuliere! Fantastische Leistung! Gut gemacht! Jetzt ich bin Erster, danach Duesta Zweiter, sensationell, und Perez Dritter, auch sensationell, würde ich sagen. Nachher Hamilton 4, Rosberg 5, Schumi 6, Alonso 7, Weber 8, Hülkenberg 9 und Petrov und Caterham auf Platz 10. Gut, dann würde ich sagen, haut rein, sehen wir uns beim Rennen dann wieder, bis dann, ciao.